Willkommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ich starte direkt die Spielerauswahl. Mal gucken, ob heute wieder ein größeres Spiel ist oder heute mal ein kleineres Knobel irgendetwas Spiel. Also wie ihr seht, es sind noch einige Spiele dabei, also einige MMOs dabei, die also noch einiges an Zeit benötigen. Aber heute ist es erstmal der Dragomon Hunter. Oh, der Dragomon Hunter ist auch ein MMO. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also 4,4 GB sollen installiert werden. Und ja, 3,9 GB heruntergeladen werden. Also das wird ein paar Minuten dauern. Und ich habe gerade gesehen, es gibt da aber noch anscheinend einen kostenlosen DLC, ein Willkommensgeschenk. Da bin ich mal gespannt, werde ich mir gleich mal anschauen. Also freies Willkommengift für die Spieler in Steam, werde ich den auch gleich mal mit installieren. Dragomon Hunter Gift ist jetzt in Ihrem Steam-Account registriert. Zum Installieren hier klicken. Ah ja, also ein Welcome Gift ist einfach noch ein gewisser Produktschlüssel, den ich dann irgendwo aktivieren kann. So, wir kommen also nun zu Dragon Hunter. Und ja, ich beginne gleich mit der Auswahl bzw. der Erstellung meines Charakters. Und natürlich werde ich wieder ein Mage spielen. Also es gibt hier noch was anderes. Klerik, Scout, Samurai und Kavalier. Shining Armor, okay. Also, aber ich werde einfach den Mage nehmen, weil die anderen sind jetzt nicht so spannend. Ah, ist sogar der einzige, der nur einfache Kleidung tragen kann. Und dann noch Spezialisierung, Hunting Horn und Stuff. Naja, mal schauen, was ich davon dann nutzen werde. So, dann weiter. Ah ja, wieder mal die Haarfarbe, nehme ich natürlich blau. Und ja, ein bisschen drehen, reinzoomen. Ah ja, in diese Richtung müsst ihr laufen. Cool. Ein paar Animationen. Juhu, geschafft, was auch immer. Hide Weapon. Ah, was für ein Monsterteil. Das Ding ist ja größer als ich. Ready for this? Here I come! Let's end this. Die. Die. Jawohl, die. Okay, auswählen. Also mit ohne Haare lässt sich also nicht spielen. Mal gucken, wo ist denn hier so ein... Na, das ist eher alles dieses Buschige. Ich habe doch ein Mail ausgewählt. Aber die Haare flattern nicht. Flatter, flatter. Haare, womit man zumindest mehr vom Gesicht sieht. Ach ja, immer diese Qual der Wahl. Hier flattert gar nichts, da ist alles fest einbetoniert. Gut, dann nochmal Gesichtszüge. Trifft allerdings nur die Augen. Ja, dann lieber ein bisschen kleiner. Und grün leuchtend, ja. Ah, die Hautfarbe noch ein bisschen. Naja, so braun. Oder doch eher ein bisschen blass. Naja, nehmen wir die Standard. Okay, Ender Character Name.
Und kann ich hier, ja, Spiele, Philosoph, Availability, Name, Contents, Forbidden Characters, darf ich wieder kein Leerzeichen benutzen oder was? Name ist available, sehr schön. Gut, dann weiter geht's. Ah ja, mein Kompagnon. Nach hinten, windschnittig oder gleich angelegt. Naja, eher so nach hinten. Und rot, braun. Naja, ich hoffe mal, dass du so am stärksten auffällst, wenn irgendwie durchs Gras zu laufen ist. Face-Style, also Knopfaugen brauchst du auf jeden Fall nicht. Blind sollst du auch nicht rumlaufen. Oh, traurig sollst du nicht aussehen. Aber Augen möchte ich schon sehen. Dann doch lieber ein bisschen freundlicher. Und mit Weiß, bitte. Ja. Ach, je, ein Begleiternamen. Okay, machen wir es ganz kompliziert. Bist mein Pet. Bist mein SP-Pet. SPP-Pet. S-Pet. Class is permanent and can be changed. Confirm. Confirm, bitte. Alles klar, meine Gedanken sind jetzt klar und ich lege los. Continue. Continue. The Falcon Recruitment Trials. As you readjust your recruitment uniform. Counting to 5 your head. Okay. Hallo Nicola. Your turn already. Make your way over the clock. Gut. Level 1. Wild Falschen. Irgendwas. Training on this day. Move. Accept. Ah ja, wieder ein WASD-Geschichte. Da 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 da. Tap to clerk to complete the quest. Greetings, Hunter. Hallo. Was ist denn das da noch für ein... Okay. Ja. Continue. Warum soll ich den Skip klicken? Equip the weapon. Accept. Quest accepted. Level 2. Grab. Dingsbums. Blablabla. Okay. Wo kriege ich denn hier die System Video System Keyboard Crosshair Play Voice? Are you feeling sight? Ah, hier ist das Sound Setting. Mute Music. Okay, so hört sich die Musik an. Okay, English Voice Volume ist okay. Okay, irgendwas hier in der Nähe macht besser, die ich dann noch irgendwie anstellen muss. So, Press B für Backpack ist auch jedes Mal was anderes. Und habe ich noch ein... Okay, das ist schon die Items. NPC. So, bevor ich da weitermache, möchte ich aber ganz gern noch diesen Code einlösen. Okay, Rechtsklick. Um das Ganze. Click to show pass.
Naja, der läuft aber auch gleich automatisch hin. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr komfortable Bedienung, so wie ich es in dem anderen MMO auch kennengelernt habe. Hier oben sind noch so die Karten. Und continue. Okay. Know about timed hits. New skill, defeat training dummy. Defeated. Training dummy defeated. Schön. Okay, der Sound ist immer noch zu laut. Okay, now release your anger. Defeat Forest Fungus, 3 Stück. Okay, da hinten sind die Fungusse. Was ist das hier? Run a short distance dodge. Ah ja. Deals Damage. Die. Ah ja, sagt er das jedes Mal jetzt. Die. Oh nee. Okay, zum Glück kann ich die Fähigkeit nur alle 10 Sekunden einsetzen. So, das war Fungus Nummer 2. Und gleich wieder. Auf jeden Fall kommen die ziemlich schnell zurück. Okay, jetzt kommen gleich alle beide. Okay, der greift einfach gleich den nächsten an. Aber so ein Auto-Attack hat er jetzt. Plus 1 und hold the button to combo into basic ability 2. Okay, da sind irgendwelche Kombos, die automatisch zusammengesetzt werden. Na gut. Defeat Injured Wyvern. Main Level 5 Progressing. Ah, da ist jetzt ein Drache angekommen. Dragomon. Genau, da wo das Spiel ja auch seinen Namen herbekommen hat. If reveal the next pass, press R to roll out of the way. Jetzt habe ich es nicht rechtzeitig geschafft auszuweichen. Ah, damit liegt er schon am Boden. Naja, war halt auch ein verletzter Drache, deswegen war das jetzt keine große Schwierigkeit. Gut. Okay. Statistik. Ah ja, genau, da ist mein Inventory, also mein Charakterbildschirm. Ach ja, hier muss ich die Sachen selber verteilen. Wie viele Punkte habe ich denn? Ein Punkt. Crit, HP, Defense.
High Armor Penetration. Den hier around 190 Damage to Level 7 Normal Enemies. Und das steigert sich dann auf. Sechzehn Punkte dazu. Okay. Confirm. Attack Level increased by 1. Gut, weiter. Waist closed. Genau, die anderen kann ich nicht ertragen. Dann. Achso, das kann ich erst auswählen, wenn ich zu dem dort gegangen bin. So, ich habe jetzt gerade auf der Webseite noch mich angemeldet, also erstmal meinen Account noch bestätigt, den ich jetzt für das Spiel auch wieder anlegen musste letztlich. Und ja, das ist jetzt hier sozusagen der Steam-Bonus, den man bekommt, einfach mit diesem kostenlosen DLC und der dann auf der Webseite eingelöst werden kann. Und schwupps, habe ich das schon hier im Spiel verfügbar. So, Regeneration, Battlefield HP, die werde ich jetzt erstmal noch hier stehen lassen, bevor ich sie, ja, bevor ich dann regulär loslege. Mal schauen. Kitty Headband, das kann ich ja gleich schon mal reinnehmen. Und das ist ein Move, Bewegungsdingsbums. Das sind alles XP-Badges, 3-Star Evolution Gem. Use this item to evolve gear with lesser than 3 stars. Okay, mal gucken, wie viele Items ich überhaupt im Backpack habe. Vista Alot, Rock Guard Giant. Heißt in der Dragomon Ranch. Ah, das ist einer von denen. Na gut, also her mit dem ganzen Zeug. Und rein ins Inventory. Und das hier müsst ihr dann schon, wobei jetzt die, ich reite schon auf dem Ding. Cool. Und confirm. So, das heißt, ich habe die selber aufgesetzt. Gut, wie war das mit meinem Charakter? Wackel, Wackelohren. Okay, da sind die Kitty Headband. Also, irgendwelche Wackelhasenohren. Okay, auch gut. So, das andere lasse ich jetzt erstmal noch so stehen. Mit dem bin ich mal gespannt. Tschum, tschum. So, jetzt werde ich mir gerade noch das Profil vorbereiten und dann geht es sozusagen auch ganz richtig, in Anführungszeichen, los. Okay, jetzt habe ich auch soweit meine Tastatureinstellung angepasst, also für das Gaming-Pad, damit ich das wieder komfortabel benutzen kann und starte jetzt auch den Countdown-Timer für die eine Stunde. Und ja, also das nächste ist jetzt wieder mit dem, ja, da zu sprechen und dann geht es hoffentlich gleich weiter. Auto-Warping in Elysium. Warp immediately. Na dann, wenn es hier nichts weiter zu tun gibt. Okay, auf geht's. Gear Evolution. Okay, Gear Evolution ist schon weg. Eine Range. Da konnte ich doch irgendwas aufpäppeln. Aber wo soll ich jetzt erstmal hin? Zum Ornithopter. Echt, sobald ich laufe, macht er das Vieh aktiv. Continue. Rewards. Confirm. You receive a new piece of equipment. Confirm. Okay, automatisch eingetragen. Und noch 0 Sterne. Continue. Mercens. Ja. Okay.
damit ich mich da ausfinde. Deliver invoice to Primos, bla 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 bla. Okay, also als Briefträger unterwegs und in Ordnung. So, Invoice to Primrose. Please take your pick. Continue. Viel zu viel Text. Please take your pick. Okay, da kann ich Gesundheitssachen kaufen. Gut. Ah, das heißt, die Sachen, die ich ausliefern soll, sind direkt hier im normalen Inventory. Da wird nichts weiter gemacht. So, wer ist Norman? Und vor allen Dingen, was macht der Typ? My goods are worth every penny. Der ist für die Schwerter zuständig. Lass doch mal gucken, was du so hast. Bei Basic Weapon und Advanced Weapons. Oh, Timber Axe. Aber ich denke mal, es sind normale. Ja, Battle Axe. Horn Stuff. Im Moment habe ich 148, das heißt, die erste könnte ich mir sogar schon leisten, aber das bringt mir nichts, weil ich habe schon eine. Gut, der nächste ist dann für die Rüstung. Okay. Dann zeig mir mal die Rüstung. Plate Leather Clothes. Ich kann die bloß Clothes tragen, von daher ist das passend. Aber ich werde jetzt eh noch mehr Ausrüstung bekommen, von daher, genau, einen Hut, also eine Mütze werde ich jetzt eh gleich bekommen. Die muss ich nicht extra kaufen. Oh, what wonderful weather! Ja. Ah, das ist die Bank. Das heißt, da kann ich die Sachen reintun. Dropping off or picking up. Normal Material, Common Shared. Da passt das Layout nicht ganz. Mount Shared. Naja, 20, 50. Ist die Frage, was die hier unten noch zu bedeuten haben. Put additional backpacks hier. Ah, ja, das heißt, da unten kann ich dann mein Backpack gleich noch erweitern. Auch gut. Gut, jetzt habe ich noch nicht so viel Krimskrams, den ich erweitern muss. Mal gucken, ob ich den in die Bank packen kann und trotzdem verwenden kann. Nee, kann ich nicht. Gut, dann muss ich den mit mir rumtragen, wenn ich den benutzen will. Und wo sollte ich jetzt hin? Doxus hier, Defend to Complete the Quest. Cham Cham. Falcon Nest. Dear me, you look tired. Why not sit a spell? Ja, warum nicht? Kurze Pause? Nee, nicht jetzt. Okay, da bekomme ich jetzt meinen Headgear. Confirm, kannst du gleich ausstatten. Gut, wie geht's weiter? Van Pelt und Delphia. Oh. HPs, Order of the Falcon Influenced. Okay, das ist dann für die Gear und hier bekomme ich dann besseres. Hier bekomme ich dann bessere Clothes. Statistik. Ah, ich bin schon wieder eins aufgestiegen. So, dann bringe ich mal die Def noch ein bisschen hoch. Weil irgendwie habe ich da noch keinen großen Plan, auf was ich da Schwerpunkt legen soll. So, talk to Agatha Spectral to complete the quest. Oh, there you are. Been slacking off, have you? Okay, Quatsch, nicht so lange. Hm.
Best Hunters. Ja, genau, lass mich endlich irgendwas jagen. Ja, der kann gleich ausgestattet werden. Will ich aber jetzt nochmal anschauen, wenn das Neue dazu kommt, wie sich da irgendwelche Werte verändern. Okay, haben die beiden Dinger zugenommen. Ja. Gut. Virgus-Task. Gut, dann lasst mich mal wieder Boote spielen. Ah, da bekomme ich auch nur eine Waffe, die für mich taugt. Obtain Virgus-Task vom Virgus. Ah ja, Level 9, Baby Step to Crescent Bay. Level 9? Ah, ich bin schon Level 8. Na gut, dann wird es schon klappen. There and back again. Find quest objective in a snap. Just look for the Ausrufezeichen. Weiter geht's nicht zu verkleinern. Noch keins gibt. Pick the object in the quest trigger to pass. Ja, vor allen Dingen, dass der dann auch gleich automatisch läuft. Ah, da sind sie ja schon. So, Angriff. Die. Tam. Okay, die haben auch solche netten Bodenteile. So, bekomme ich die automatisch? Anscheinend, ich muss jetzt jedenfalls nichts speziell machen, um die Sachen einzusammeln. Ping, pong, pong. Also ich kann auch dashen, indem ich zweimal in die einzelne Rüstung gehe. So, das heißt, das Ausrufezeichen verschwindet einfach, das Ausrufezeichen ist einfach nur, dass es ein Quest-Tier ist. Und die anderen Sachen werden automatisch gelootet. Das ist auch schon mal gut. Und ja, es spielt sich auf jeden Fall schon mal etwas dynamischer als das letzte. Weil ich hier dann auch ein bisschen ausweichen muss, zumindest wenn ich nicht direkt getroffen werden will. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die. Aber er kann mich auch mit normalen angreifen. Das heißt, es sind nur die Super-Attacken, die sozusagen so angezeigt werden. Ja, wieder eine Statistikpunkt nach oben. Das heißt Crit-Schaden, Armor Penetration und Hitpoints. Dann gehen wir mal das nächste auf Hitpoints. Ah ja, da werden auch die angezeigt. Die. So. Einer fehlt mir noch und dann bin ich dann soweit durch. So, auf zum letzten. Okay, also die Sonderfähigkeit nützt mir nichts, soweit ich zu weit weg bin. Mission clear. Wow. Auto-Warping Elysium in 6 Minuten. Beziehungsweise 10 Minuten, meine 600 Sekunden. So, also gleich weiter zur nächsten Quest. Hey, Rookie. Ja, ich. Ja, genau. Ich habe dir das Zeug mitgebracht, was auch immer ich da eingesammelt habe. Und her mit dem besseren Stuff. Genau, mit Federn kann ich dann besser die Tiere kitzeln, bis sie tot umfallen. Okay, Battlement kommen. Gearcopter. Becky's Saddle. Ah, da bekomme ich noch ein anderes Tierchen. Cannot be used in combat, cannot be stored in shared bank. Okay. Accept. Quest accepted, Level Hunter's 10 change. Allerdings würde ich jetzt ganz gerne mal. Was ist denn der Trial Tower?
jetzt will ich erstmal noch zu dieser Züchterin da gucken. Weil das interessiert mich ja am meisten. Hunters Bild. So, da drüben, da hinten ist die Bank. Hunters Guild, Legals Bulletin Board. Eigentlich müsste ich das mal noch weiter. Wobei es gibt doch bestimmt. Ja, es gibt eine Karte. So, mal schauen, wo ich hier hin möchte. Dragosteed, Mersin, Chandler. Das waren die ganzen Weapon-Sachen. Dragomon, Breeder, genau, zu der wollte ich. Ah, schön, da kann ich direkt auf der Karte klicken und dann komme ich da auch hin. Sehr gut. So. We have some great items today. What kind of mount you looking for? Das weiß ich noch nicht. Lass mal gucken. Check Items. Aha, das heißt, die muss ich mir dann auch erst in der Form kaufen. Ja gut, das heißt, da kann ich die Sachen auch erst noch wahrscheinlich selber finden, indem ich einfach hier in den verschiedenen Gegenden suche. Aber da kann ich mir jetzt gerade mal nochmal im Backpack. Das heißt, hier unten habe ich jetzt, glaube ich, die C6. Damit ich das noch aktivieren kann. So, das waren die schlechteren Items. Das war auch schlechteres Item. Rau Dragore. This Dark Global War is perfecting for crafting powerful gear. Ja, sehr schön. Click to find the Master Craftsman automatically. Right click to use. Das ist ja cool. Na dann, wo steckst du? Da ist ein Crafting-Typ. You bring the material, I'll make the gear. Yes. Craft, refine, evolve and transform. Dann... Oui. Okay. Und das hier sind... A blubbery hidden taken from a Wingus, it's known for its elastic and durability. Use the Kräfte Level 10 bis 20 Bloody Ape Set. Right click to find a Mastery Craftsman. Okay, Kraft. Class Mage, all classes. Ja, und welches Produkt kräfte ich hier jetzt? What'll it be? Okay, da kann ich noch nicht allzu viel machen. So, dann kann ich aber nochmal bei dem Gear gucken. Find your gear with Dragonmon Materials for even more power. Ja, wieso kann ich jetzt mein Equipment nicht öffnen? Muss ich erst ins Backpack legen? Wobei eigentlich ja nicht, weil wenn ich da eh nicht rankomme. So, nochmal. What'll it be? Macht überhaupt keinen Sinn, das mit Skip zu bearbeiten. Ah, es sind keine Gears, die ich bearbeiten kann. Okay, das kann ich zwar benutzen, aber ich habe tatsächlich noch keinen. Okay, das heißt, ich habe noch kein passendes Gear, mit dem ich da was arbeiten kann. Dann wieder rein mit dem Teil und auf zur nächsten Quest. Ramblas Lane. Was bist du eigentlich? Bankteller? Companion? Love Advisor? Marriage? Ja, heiraten geht in dem Spiel anscheinend auch. Falcon Nest bin ich jetzt wieder. Hunter's Chain. Ui, was ist denn hier los? Da sind ein paar mehr Monster unterwegs. Vor allem noch ein paar von diesen roten, auf denen ich gerade rumreite. Here we are, Rock the Annual Hunter Ton. Don't get scared. One Belt and the others already have their hands full with a big Lula Bug in the...
Genau. Try not getting killed. Gut, lasst uns anfangen. Always keep your wrist about your hunting party. Join the animal huntation. Tam 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 tam. Da sind auf jeden Fall dann immer die Kombos. Wovon bin ich denn jetzt umgeworfen worden? Defeat Parvats, das ist Parvats, jawohl, das ist Parvats. Defeat Horntorn Tramper Parvats 1. Und ich habe wieder etwas Neues bekommen. Ein Dragonfang, cannot be stored in Shared Bank, HP plus 107. Ah, das ist eine von den Ausrüstungen. Gut, ein Trinket oder sowas. So, talk to Agatha. Bis jetzt habe ich noch nicht die Gelegenheit gehabt, Nebenquests anzunehmen. Und ich bin noch gar nicht auf Level 10. Okay, da springt er wieder in Ohren. Das ist Henschen in Rente, den Crafting. Ja. Naja, das Crafting wird hoffentlich dann auch gleich auftauchen. Sehr schön. So, da bekomme ich meinen Beki-Sattel. Ja, als Einführung vorgestellt wurde für die Pets. Was ein bisschen schade ist, dass das dann ja irgendwie so dargestellt wird, dass das nicht mit dem Spiel zusammengeht. Dass wahrscheinlich einfach das drüber gelegt wird als Overlay. Also ich hoffe mal, beim nächsten Video werdet ihr dann auch das anschauen können, da ich jetzt das Capturing von Game auf Fenster umgestellt habe. Mal sehen, ob das soweit klappt. So, mein nächster Statuspunkt ist verteilbar. Dann nehme ich wieder die Angriffsstärke jetzt. Kadett Level 10. So, alright, then what next? Ja, was soll ich jetzt als nächstes machen? So, der war erst der kleine Knirps. Hunter Companion. So, wieder meine Robe, die ist dann auch. Das automatische Ankleiden. Achso, die bekomme ich ja jetzt erst. Die habe ich ja noch gar nicht bekommen. Gut, das heißt, das ist jetzt so ein kleiner Flattervogel statt der da. 30%, auch 30%. Cannot be used in combat, cannot be used in combat, can be stored, cannot be stored in shared bank. Der kann geshared werden. Lieber weiter unten oder lieber weiter oben sitzen? Das ist das Retreat-Portal. Okay, wo sollte ich jetzt hin? Talk to Seer complete. Okay, also mit der widersprechen. Ja, das Wetter ist toll. New Group of Ballons. Okay, Rob of Sublimation, ja, kannst du gleich anlegen. Und Visit Your Master Craftsmans, ja, jetzt komme ich hoffentlich endlich dahin, dass ich das Zeug ausprobieren kann. Rezept. Harball Roll Call. Hopalongs are Hunter's best friends. Hopalong. Ah, das ist jetzt das Pet, das, was ich vorhin schon mit den angelegten Ohren ausgewählt habe. Companion. Hat seine eigenen Krimskrams, Dragomon, Souls, Combat Skills. Die jetzt 105 Physical Damage, 200 Physical Damage. Habe ich schon wieder einen. Okay, bin ich schon wieder aufgestiegen. So, mein Kompagnon, kann ich den eigentlich hier aufrufen? Ich
komme ich denn an dessen Statusinformationen ran? Double X. Das heißt, er kann auch noch Ausrüstung tragen. Ah, wenn ich den offen habe. Ah ja, okay, mit P rufe ich den auf. So, ihr Komplexen ist simply divine. Come on, tell me. Tell me, how do you keep up your looks? Life. Der Rest ist nicht mehr lesbar. Na gut. Headplate. Das kann Plates tragen. Ich kann keine Plates tragen. Na, immerhin kann ich dem das ja dann zur Verfügung stellen. Your companion is out of energy. Maybe a few gifts would help. Insufficient Companion Energy. Oh, wie schade. Details. Okay, also mein Hopalong ist Hopalong. Hops mit mir along. Okay. Good talk to Harris to complete a quest. Genau, es geht ja immer noch ums Crafting. Das war jetzt das neue. Skills. Ah, Skills. Advanced Abilities, Lightning Barrage, deals 297 Lightning Damage, das ist dann Nummer 3. Level 13 gibt es das nächste. Dragon Glyphs, Generals, Open Quest Tracker. Ja, Kraft und Armor. Und das ist besser, ja, dann bitte ausrüsten. Kraft Gear. Na dann. Awesome. Dark Harris to Orselena to open the crafting interface. Genau, vorhin war ich ja bei einer wahrscheinlich bei Selena. Gut, dann lass uns doch mal schauen. Ah, jetzt habe ich hier auch Crafting Elemente und Crimson Feder Stuff. Zum Click to close the window. Schade, darf ich es mir nicht angucken. Doch, okay, der Crimson Feder Stuff ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser und der hat jetzt auch solche Star Ratings, das heißt damit, dass ich den dann auch upgraden kann. Da habe ich jetzt noch Kupfer, das Rohmaterial und die Boots, die ich nicht mehr brauche. Okay, talk to... You bring the material, I'll make the gear. Ja. Das heißt, wir werden das jetzt upgraden, nehme ich an. Use the materials to acquire to craft a new set powerful gear. These new droids should have useful to deck bigger. Soll ich jetzt hier das Ganze... Closed window. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zu der anderen laufen? Ach nee, die Seherin Delphia ist ja die Questgeberin. Das heißt, ich gebe die Quest dann dort schon wieder ab. Hopalong's Blessing Teil 1. You are blessed by your Hopalong. Ah ja. Perhaps I could be of assistance? Ich kann dir immer helfen, ist doch klar. Du bist Agatha. At least can select good equipment. Now, of course, use it. Ja. So you wanna learn about hunting, do you? Na klar, lasst uns endlich jagen gehen, vor allen Dingen Drachen. Crescent Bay. Gut. Obtain Abyssal Crab Shell und Crab Dorsal. Das ist das, was ich jetzt sammeln soll. So, aber als erstes werde ich jetzt natürlich den Stuff benutzen. Confirm. Und ich will aber noch zum Crafting. So, zurück zu den Crafting-Leuten. Die war ja hier vorne links, die Lady.
Miss so und so. Ah, dann kann ich gleich mal in der Bank noch das andere Ding loswerden. Was ist das? Das war das mit dem Brie-Ding. Ne, nicht da lang. Da lang. Fishing. Was macht der denn? In Market Order Top-Notch Fishing Gear. Continue. Check Items. I like to trade these Seed Scored Scales for an Advanced Fishing Grab Bag. Check Items. Beginner Fishing Pole. Level Requirement 15. Okay, dann kann ich noch nicht fischen gehen. Das dauert noch einen Moment. Und da unten ist eine Crafting-Geschichte. Okay, das ist der Norman, bei dem ich gerade war. Und die andere steht Selena. Das ist die hier oben. Is a hunter's best friend. Genau. Und dann lass doch mal schauen, was ich hier anstellen kann. So, Inventar habe ich jetzt noch 6 Rau Dragendor. Das heißt, damit sollte ich eigentlich die... Ach nee, ich brauche... Ich habe 17 Copper Ore. Das heißt, das sollte ich auch davon genug herstellen können. Gut, dann gib mir doch mal hier dieses ganze Equipment. Cool. Da kann ich mir schon meine komplette erste Ausrüstung, bevor ich auf die Jagd gehe, einmal komplett selber bauen. Was war das jetzt? Irgendwie ein Bonus? Status 107%, 115%. Manufacture. System Receive One Crafting Experience. Das heißt, da kann ich auch noch weiter aufsteigen. So. Das war das letzte Item. So, Refine. So, Place Gear. Als erstes die Waffe. Und dafür brauche ich 3. Und dann bekomme ich sie auf 100... Achso, der Status ist aktuell schon 106 und dann kann ich sie weiter upgraden. 115, 117. Ah ja. Okay, aber erstmal die Waffe verbessern. Ich hoffe, ich nehme da jetzt noch nichts vorweg, was ich dann nachher noch irgendwie machen soll. Ja, hat das jetzt geklappt? Level Requirements kann ich verkaufen für Dragomon Points oder einkaufen. Also für einen, also ich kann für Dragomon Points kann ich das Zeug kaufen. So, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Place Gear, habe ich das Fenster zu früh zugemacht? Start. Okay, irgendwie scheint das noch nicht zu klappen. Progress 0%. Na gut, Evolve. Und hier... Cannot be stored. Use this item to evolve gear with lesser than 3 stars. Genau, dafür ist es ja da. Einfach mal testen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu früh dafür ist. Aber es scheint sich noch nicht zu aktualisieren. Scheint wohl noch nicht so richtig zu klappen. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Aber ich habe auf jeden Fall mein Gear, was ich jetzt anlegen kann. Das auf jeden Fall auch schon mal besser ist. Und vor allen Dingen auch ein komplettes Set natürlich. So, das heißt, da kriege ich dann auch nochmal Boni. Jetzt ist nur die Frage, was ich eigentlich mit dem anderen Krimskrams alles mache. Das könnte ich ja dann mal verkaufen. Ich habe allerdings noch gar keinen Verkaufsstand gesehen. Okay, im Weaponsmith Shop müsste ich das ja auch verkaufen können. Gab ja auch schließlich den Rückkauf.
So, hier werde ich das Zeug hoffentlich los. 11 Silber, 4 Silber, gut. Dann weg mit dem ganzen Klimbim. Okay, den habe ich noch nicht ausgetauscht. Confirm, auch equipped. My goods are worth every penny. Ja, kann ich skip und Dings ist das gleiche, weil er eh bloß eine Seite hat. Jawohl. So, jetzt wollte ich noch das eine Tierchen in die Bank legen. Die Bank war irgendwo da unten. Nee, in die andere Richtung. So, da lang. Genau, da kommt schon der Bankslot und danach geht's endlich zur Mission. Welcome. Can I help you with anything? Ja, ich möchte ein paar Sachen in die Bank legen, bitte. Also das Ding kann ich ja eh... Ach nee, es kann bloß nicht in die Shared-Sachen gelegt werden. Gut, dann nehme ich die und behalte das Große. Und dann auf zum Quest. So, Battlefield HP Elixir. Stacks up to 20 times. Can only be used... Okay, mehr 5% mehr HP. Gut, Burning Rush. Das ist schon Level 13, während ich noch Level 11 bin. Rare Dragomon. Okay, auf jeden Fall seht ihr das Video. So, die hat er jetzt weggemacht und jetzt kommt es zu mir, oder was? Also, dann auf in den Kampf. Die Wingusse habe ich ja vorhin schon bekämpft. Ein bisschen Crap. Schnell weg, damit ich nicht in die Wirbelattacke komme. Ah, mein Pet ist auch dabei. So, Hälfte ist schon geschafft. Schnell zur Seite. So, das war's gleich. Damit ist er erledigt. Und an seinen Platz zurückgeschoben. Was ist dieses Geräusch? At all their brothers and sisters. Und jetzt sind sie sauer. These are getting sticky, better hop on top. Oh. Das heißt, jetzt hat er ein Combat-Dingsbums. Ist ja cool. Das heißt, mit dem Dragomon kann ich dann auch hier kämpfen. Und das ist die Wirbelattacke. Bumm. Die ganze Dragomon ausrüsten. Aber ich kann nichts einsammeln. Also beziehungsweise gibt es kein... Ah doch, Rau Dragondor gibt doch Loot. Ist ja cool. Gut, dann zurück. Quest abgeschlossen. Aqualord aboard. Da ist die Abyssal kennen. Be stored in bank, cannot be stored in shared bank. Cannot be discarded, cannot be traded. Und Abyssal Dorsal Shell, das ist dann für den Panzer. Das heißt, ich habe beide von dem einen bekommen.
could be of assistance? Hab ich doch schon. Ich hab dir doch jetzt schon geholfen. So, alright. Armed with your very own companion, you are informed by Agatha. The next step is teaching the two of you to work together. Head to Crescent Bay and meet with Agatha. Okay. Thief Outfit nützt mir doch gar nichts. Okay. Es gibt immer noch nicht wirklich Nebenquests. Hunter's Chance. Jetzt habe ich wieder eine Level 11 Quest, obwohl ich eben schon eine Level 13 Quest hatte. Ah, Status Update. Defense und HP. Confirm. Click the Quest Item. Look for piles of shells shattered around. Dann läuft er automatisch bis zu so einem Ding. Da wird es jetzt langsam schon ein bisschen zu einfach. Wir erfahren zu Access Port use the Shovel. Ja, schon gemacht. Und dann läuft er gleich weiter. Hey, da ist ein Monster Crab. Und die Dinger soll ich auch. Defeat Princess, ride like the wind. You have a new mount. Okay. Immer noch 30%, cannot used in combat, level requirement 1, cannot be used in combat. Die anderen hat sie mir wieder abgenommen, das Monstervieh. Was ist das? Related Quest Grade Skills. Achso, das ist das, die ich ja gerade bekommen habe. Liquid Harmony Shell. Capture, please enter the captures. Schauen im Image, 3 Items remaining. Warum muss ich das machen? Um zu gucken, dass ich kein Bot bin, nehme ich mal an. You are approved. Thank you for making your game more fun for everyone. Ah ja, interessant. Ein kleiner Schutz, um ja, Bots sozusagen fernzuhalten. Gut, das war jetzt die dritte. That way, that's all three together. So, und eine so eine Shell muss ich jetzt noch erwischen. Die. Und ich erwische gleich alle beide. So. Wieder ein Raudragore. Was mache ich eigentlich mit diesen Raudragores? Auch Kräften. Obtainable in Crescent Bay, Crescent Cape, Glades, Glade, Glade Woods. Okay. Go to the valley. That a digging, das heißt disturbed. Ah, okay. Und plötzlich kriege ich hier noch einen. Ah, ich habe meine neue Fähigkeit freigeschaltet bekommen. Muss ich die mal eben hier rüberziehen, damit die da in der Mitte ist. Die. Erwischt. Ah, das ist ein Teleporter. Insuffizient SP. Oh, nee, Experience ist es nicht. Ja, wo steht denn meine Dingsbumsleiste? Hunter XP und normale XP. Agatha Special. Hallo Agatha. Okay, das heißt, es ist schon wieder alles erledigt. Und ich muss zurück in die Stadt. Take these shells to Chermal Angel back in Elysium. Okay. Dann zurück damit.
Oh, mal gucken, ob ich es gleich noch bis zu den, naja, Level 13, da werde ich es wahrscheinlich nicht mehr bis zu den Dungeons schaffen. Dragomon are so intriguing, don't you think? Oh, hallo, Charming Angel. Mit dir habe ich ja auch schon gesprochen. Taking a few assignments for the Hunters League. Ah, dann kann ich jetzt endlich... Warum soll ich das Ding nehmen und nicht das da? Press Control to Preview. Wird mir das sowieso als Preview angezeigt? Ah, okay, als So-Preview. Das kann ich nicht tragen. Da wird es dann auf eine Frau umgeschaltet, wenn es für mich nicht passt. Sehr lustig. Ach, usable by female ist tatsächlich deswegen. Okay. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Das heißt, die Crit oder die Def hoch. Also wenn, dann lieber die Crit. So, nur wenn ich das trage, dann verliere ich doch wahrscheinlich meinen Set-Bonus, oder? Oder wo trage ich das jetzt? Ah, okay, das trage ich hier drüben. Ja, dann kann ich das aber auch an... Ui, nackig rumlaufen. Ah, da kann ich mal die komischen Ohren wieder abschalten. Finde ich eh angenehmer ohne. So, Dressing Room. Ah, da kann ich nicht hier drüben klicken, während das Ding läuft. Stories of your adventure. Na dann, lass mich doch endlich mal mein eigenes Adventure machen. Das ist ein Emergency in Elysium. Naja, dann werde ich da mal unterstützen. So, Dressing Room schließen, das da auch schließen. Und... Talk to Karen Hunter to complete the quest. Angel and his companion Dorin have been so laden with busy work at the Hunter's League. They have too much time for adventures. For their own. They ask you to go to Twisten Bay and start your own hop-along adventure. Ja, Hop-along, lass uns ein Abenteuer machen. Okay. Jetzt haben wir aber noch nichts gemacht und ich bekomme schon wieder eine Belohnung. Das Ding ist auf jeden Fall schlechter. Dann will ich es nicht ausgerüstet haben. But respond with a smile and quick note. Na dann. Water bottle. Water Aaron on the bay. Also collect water bottles und die Feed Baby Pins Pot. Naja, gut. Wenn wir das machen, dann machen wir das halt. Da sind Baby Rockgiganten und ein großer Rockgigant. Collect water in an empty bottle and deliver it to Karen's Twin Brothers. Muss ich ja wahrscheinlich erstmal einfach zum Strand laufen. Und was muss ich mit denen machen? Die. Ah, die Fieden, ja, ich muss sie einfach nur besiegen. Gut. Ah, jetzt weiß ich, wo die SP ist. Hier oben ist die SP. Der. Das, was um den Kreis drumherum ist. So, die Babys habe ich jetzt schon. Oh, was wollt ihr denn? Hey, ein Ei. Gathering. Beach Combo. Ey, was wollt ihr denn alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Jetzt gehst du nicht in die richtige Richtung.
Zumindest level ich mal ein bisschen auf. Die. So, okay, genug. Ich wollte eigentlich Wasser sammeln gehen. Die singen im Moment. Und die machen... Die lieben sich. Gut, so, Wasser eingesammelt. Ach so, ich kann aber noch nicht angeln. Was war, ich glaube, Level 15 oder Level 18, bevor ich angeln durfte? Die machen Baby-Krimskrams. Da gibt es ein... Ach so, das war der schon. Ja, alles erledigt. So, der ist auch schlechter, dann wird er natürlich nicht ausgestattet. Ja, das Crafting hat auf jeden Fall besseres Equipment gebracht als die Mission, die wir hier das alles ja, nach und nach freigeben. Das Ding ist auch schlechter dann. Was habe ich denn jetzt hier vorhin noch eingesammelt? Da war doch ein... Mal schauen, also Lebensdinger habe ich ja mehr als genug. Aber... Okay, das war noch ein anderes. Cannot be used in combat. Da habe ich jetzt noch so eine Krabbe. Die habe ich gleich zweimal. Hm, was soll ich mit so vielen von den Viechern? Use the Kräfte Level 10 bis 20 Crystal Ursa Set. Okay, da kann ich dann auch wieder noch was kräften. So, das war jetzt nochmal das Outfit. Da habe ich ja jetzt die Crit 3% angelegt. So, das Ding kann dann endlich auch weg. Und das war der Stuff, der auch schlechter war als meiner, den ich schon habe. Gut. Ach ja, ich sollte ja Obtain Fresh Spain vom Pinterput. Oh, jetzt habe ich den erwischt. Deswegen ist er vorhin auf mich losgegangen. Aber das geht ja recht flott. So, mal gucken. Also du brauchst kein SP, aber du brauchst SP. Kostet 800 SP. Wie viel habe ich denn hier? Nee, nicht das Character Heals. Ich will eigentlich das andere wissen. Lock Action Bar. Show extra Action Bar. Ah ja. Gut. Bleibt dabei. Die. Zack. Einmal noch zurückgeworfen. 2000 Schaden. Noch ein Ei. Ist wieder das gleiche natürlich. Kann ich die irgendwie benutzen, um die dann zusammen zu leveln? Cannot be stored in bank, cannot be traded. Die. So, auf jeden Fall, die Angriffssachen sind ziemliche Flächenschaden. Auch wenn ich ganz andere im Ziel habe, werden die alle mit... Die. ...letztlich mit angestoßen. Genau, flüchten und HP auf, wieder aufbauen. Wobei ich nicht weiß, wie kritisch es ist, hier zu sterben und was dann die Abzüge dafür sind. Pilot Omi. So, das Ding ist auch wieder schlechter, von daher wird es nicht verwendet. Ah, okay, das ist jetzt doch gleich gut. Aber es nützt mir trotzdem nichts. So, das nächste. Better go find her before bad happens.
Na dann, auf geht's. Statisten auch schon 3 Punkte wieder dazu bekommen. Anscheinend bekomme ich jetzt so langsam mehr Punkte. Ich glaube, die Defense brauche ich noch ein bisschen mehr und noch mehr Lebenspunkte. Okay, look for fate to the north und look for fate to the west. To the south. Gut, hier scheint sie nicht zu sein. No fate. Die singen da alle munter vor sich hin. Frage wäre natürlich, wenn ich zuerst auf der anderen Seite gewesen wäre, ob sie da gewesen wäre. Nee. So, okay, sie ist weder auf der einen noch auf der anderen. Das heißt, deswegen... gehe ich woanders hin. Okay, also suchen wir so... Ah, da ist Fate wieder. The map is not just following the map. Okay, aber sie hat sich wohl verlaufen. Wo ist eigentlich mein SP-Pad? Wieso habe ich das immer noch nicht? Lilotsch. Noch einer. Wie viele von denen... Ah, mein SP-Pad ist endlich da. Of course, Your Majesty. Ever ready, ready and willing, we are. Genau. Lass uns doch mal noch was gemeinsam anfangen, bevor die Zeit gleich um ist. Reduce the number of Wingurses. Na dann gehen wir auf Wingurs-Jagd. Adult Wingurs. Die. Pam, pam, pam. Die. Pam. Okay. So, da drüben sind wieder welche, aber die kommen ja schnell wieder nach. Aber ich habe definitiv nur den einen angegriffen und trotzdem kommen beide. Das heißt, das mit dem Aggression Attraction scheint dann auch die Umgebenden zu betreffen. So. Allein, dass ich in der Nähe bin, jetzt ist er gleich ein zweites Mal umgefallen. Gut, Lilatsch, ich habe es schon erledigt, sind schon alle platt. Lilatsch even still. So, was jetzt? Gut. Quatsch. Ich will es ja gar nicht ausrüsten. Genau, ich habe weiterhin meins, das ein Tick, ganz kleinen Tick besser ist. Das ist dann auch identisch. Das ist schlechter. Continue. Ich frage mich so, wenn das keine Energie hat, wieso es dann trotzdem überall auftaucht. Beziehungsweise, warum es jetzt hier rumspringen kann. Okay, das Ding ist auch nicht besser. Also nochmal 3 Rhinoska. Ja, Hauptsache schnell ausweichen. Das war's. Das Ding. Auf jeden Fall holt es irgendwelche Viecher auf sich. Aber das war's schon. Außer das Vieh kommt jetzt zu mir. Nee. Es summt einfach nur. Okay, jetzt soll ich wieder zu einem anderen laufen. Hallo Mold. Hallo Mold. Ich höre gerade, dass die Zeit um ist. Das heißt, das war jetzt schon die letzte Mission. Meine Statistiken. Talk to Chairman Angel. Ja. Gut, dann kehre ich jetzt zurück in die Stadt und das war es dann jetzt sozusagen für den ersten Ausflug. Meine Statistik. Nee, jetzt bin ich nur um ein Level. Das heißt, ich habe bloß ein paar verpasst.
Aber die Defense werde ich mal noch hochsetzen. Weil der hat mich ja schon ziemlich schnell umgerannt. So, confirm. Ja, kann man die einzelnen Sachen einstellen, während sozusagen der Autolauf-Mode aktiv ist. Dragomon are so intriguing, don't you think? Hm, weiß nicht. Okay. Soweit also die Abenteuer. Reward time! Choose wisely, Hunter. Ja, ist ja gut. Und den brauche ich nicht. Alright, of course, should have figured out you had asked about it. Achso, ich bin jetzt... Ah, hier drüben. Trade for all slots of special items here. Right-click material for more info. Okay, es geht jetzt noch nicht, weil der noch mit mir schlabbern will. Ah, ja. So, Martial Arts Outfit. Swordmaster Outfit. Und Acrolyte Outfit. Da bin ich wieder bei Pen. Achso, ich kann das ja noch gar nicht auswählen. So, accept assignments via Hunter's League Bulletin Board. Gut, then use the portal to teleport install, wo auch immer ich hin muss. Completing assignment will earn you crafting materials. Assignment change daily, so be sure to check board often. Gut. Increase your influence is Hunter's League, das heißt 40. Don't push yourself too hard. Take it one step at a time. Okay, da sind Bounties und Huntings. Stare into the Abyss Minecraft. Normal. New quest available. Click on blinking icon to accept. Das sind dann die Sachen, die ich bekommen kann. Okay, also dann mache ich das noch. Ja, ich überziehe wieder, um einfach jetzt gerade diesen nächsten Block, der begonnen hat, einfach noch ein bisschen ausprobieren zu können. So, die Frage ist natürlich, inwieweit die verschiedenen Sachen... Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Chests, auch Ore Chests. Und die sind noch nicht verfügbar. So, it's some crystalline vendor and felicia elysium. Your primary activity is to mine the copper iron veins. Ja, mining, das auf jeden Fall. So, dann nehme ich die noch. Mal gucken, wie viele ich annehmen kann. Ich füte Abyssal Crab. Und dann noch ein paar Bounties. Continue. Ja, einfach mal continue. You can't accept any more quests. Okay, mehr als 5 kann ich nicht annehmen. Dann mal auf zum Kämpfen. So, das bin ich jetzt schon. Collect veins from copper, also copper vein, Krimskrams. Aber bevor ich loslaufe, werde ich mal noch den Klimbim verkaufen. Loot Compendium. Okay. So, die Statistiken, die Defense mal noch ein bisschen hochnehmen. Und ja, da war noch eine New Quest. Okay. Picture Book Enhanced Dagmar Chronicles. Quest Complete Level 15. The Children Love the Books.
Okay. So, was genau willst du hier? Trade for all sorts of the special items here. Cannot be used in combat, but tip this bone. Use the craft level Bloody Ape Set, Crystal Use Set. Ah, okay, das heißt, ich brauche von allem etwas, um dieses Old Hunters Ring zu bekommen. Und um das zu kaufen, müsste ich Dragon Points benutzen. Trade for all sorts of special items here. Gut, das heißt, das muss ich mal noch offen lassen, weil ich weiß nicht, wie ich das wieder aufrufen kann. Fulfill the Messer's Request to receive a reward. Naja, schauen wir mal. Also jetzt geht es erstmal darum, wo soll ich das machen? In Crescent Bay. Okay, wie heißt die? Minecraft heißt die hier unten. Okay, die ist auf Level 15, aber ich bin schon Level 15. Also, einmal jetzt das Crafting angucken, beziehungsweise was ich hier so anstellen kann. Ah, da ist auch nochmal ein Shop, genau, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Gut, dann kann ich das ganze Zeug verkaufen. Und ja gut, da ich die jetzt sowieso schon ein paar Mal habe und ich noch nicht weiß, aber ich lasse die erstmal noch drin. Weil vielleicht kann ich ja die Pets irgendwie doch noch auch hochleveln und kombinieren. Und lass die mal hier drin und verwende dann wieder den da. Okay, die kann ich letztlich auch verkaufen, weil ich so viele davon. Ach nee, das ist die höhere Potion. Gut, dann nehmen wir die mal noch mit dazu. Und Copper Vein, da sind sie schon. So, Mining, 10 Mining Experience. Das geht ja schnell. Jetzt wäre natürlich New Crafting Material, Black Iron Ore. You have learned to make heavy vest plate, plunder. Oh, das heißt die ganzen. Gut, das sind jetzt die ganzen Quests. Das sind available. Dragon Chapter. Windback. Und Achievements. Davon habe ich jetzt noch gar keine abgeschlossen. Oder wie? Achievements sind doch 50, also 3 habe ich schon abgeschlossen. Von irgendwelchen. Hier steht aber keine, die ich abgeschlossen hätte. Steht alles mit 0. Crafting. Ah, da ist die Information. Das heißt, ich kann jetzt statt die Level 5 Sachen, die ich ja schon gemacht habe, kann ich jetzt die Teile hier herstellen. Vorausgesetzt, ich habe die anderen Sachen noch. Das heißt, da brauche ich auch mehrere. Und die muss ich dann auch erstmal eher spielen. Das heißt, da gibt es schon langsam mehr Gründe, warum ich losziehe und bestimmte Monster erledige. Einfach damit ich dann die Items bekommen kann, die ich für das Crafting logischerweise brauche. Und ja, das gefällt mir halt an der Stelle schon ganz gut. Dass dann dieser ganze Schnickschnack hier tatsächlich was Sinnvolles ist. 5 von 20, das heißt, ich muss noch eine ganze Menge Copper einsammeln, was allerdings auch wieder recht leicht ist, weil ich sehe ja hier auf der Karte sogar, wo es eventuell noch Vorräte gibt und wo ich die ganz gut finden kann. Die Karten sind etwas kleiner und übersichtlich, aber Übersicht ist ja auch nicht das Schlechteste. So, da oben. Und da hinten ist gleich noch eine. Ist natürlich die Frage, wie schnell sich die einzelnen Elemente hier erneuern, weil die Monster sind ja nahezu sofort wieder aufgetaucht. Beim Crafting hier in der Form scheint es nicht so der Fall zu sein. Event completed. Copper Iron Veins. Was denn eigentlich für ein Event?
Okay, Daily. Ah, okay, Daily 1. Dings uns zu Day Events. Aha. Virgus Hunter 4 von 20. Claim Other Hunter, Claim Rec Hunter. Und Copper Iron Veins, das habe ich jetzt completed. Cool. Party Events, Go to Never Realm. So, und das kann ich dann wiederum für die Punkte einlösen. Additional Experience Reward 420. Gut, also da muss ich noch ein bisschen ein paar Sachen anstellen. Refining fehlt mir auch noch. Da komme ich noch nicht weiter. Copper Ore. Mal gucken, was er da jetzt sagt. Nix. Okay, ist einfach noch geblockt. Entweder, ja, mal gucken, wie sieht denn die Karte aus? Ah ja, die ist dann sozusagen fragmentiert. Auch gut. So, das heißt, ich laufe hier einmal rum und sammle letztlich die 20 Dinge ein. Das heißt, es scheint genau aufzugehen. Das heißt, ich muss tatsächlich alle einsammeln, um sozusagen das abzuschließen. Ja, da ist die Spitzhacke. Da ist die andere Spitzhacke, beziehungsweise der andere Felsbrocken. Okay. Soweit, so einfach. Keine störenden Monster, die mich davon abhalten, das Ganze einzusammeln. So, dann ist dahinter noch eine und oben. Das heißt, es ist jetzt genau 17, 18. Okay, scheint einer mehr da zu sein, als ich benötige. Weil ansonsten haben sich die anderen noch nicht wieder hergestellt. So, 20. Mission clear. Start another quest. Warp immediately. Genau, Autowarp to Elysium. Und das heißt, hier kann ich gleich die nächste Quest starten und dann da direkt hinspringen. Gut, dann machen wir den Woodley Bali. Do nothing for chanting helpless season. Ah, okay, ich bin schon da. Oh, das ging ja schnell. Hab überhaupt nicht gemerkt. Okay, das hier ist der Teil, wo ich jetzt hier auch einzelne erledigen soll. Das heißt, insofern ist es dann schon wieder ziemlich ähnlich aufgebaut. Da wäre dann die Frage, wie motivierend das Ganze eigentlich ist. Wenn die alle hier ja letztlich so identisch aufgebaut werden. Weil es ist jetzt tatsächlich genau die gleiche Map. Aber ich soll diesmal nur eins von, also nur sechs Stück erledigen. Gut, so seinen Special hat er nicht mehr einsetzen können. Und der futtert gerade irgendwelche Pflanzen. Okay, da kommt schon der nächste, der ganz vergnügt hier herumrennt. Und das sind dann schon der vorletzte. Gut, jetzt gucke ich nochmal auf der Karte, damit ich diesen großen Dingsbums da erwische. Mal gucken, wie herausfordernd ist es, den noch zu erledigen. Da kommt er schon. Wahrscheinlich beißt er mich einmal und dann bin ich weg. Ne, 3800. Ausweichen. Ha, das ging ja gut. Ein Electrological Record. Was ist das denn? Obtained from creatures in Neverhills and Minibosses appearing in Hunter's League. Used in Record Tab in Range. Okay. Lex Mysterion Ring. Confirm. Ja, die Karte, also den Ring habe ich noch nicht gehabt. Und die kann ich dann noch
The maximum amount of loyalty point ist 99.999. Ja, da kann ich ja noch ein paar einsammeln. Gut, war die Mission? Ne, einer fehlt mir noch, ne? Ein Monster brauche ich noch, um die Mission abzuschließen. Die. So, Mission clear. Und da bekomme ich auch noch die Schatztruhe. Habe ich beim letzten jetzt gar nicht mehr drauf geachtet? Habe ich da eine Schatztruhe aufgemacht? Hoffentlich habe ich nicht drauf verzichtet. Starte NASA-Quest. Okay, das heißt, ich kann ja einfach dann hin und her springen und letztlich die Hunter-Mission abschließen. Okay, das eine ist Leaf Dungeon. Das heißt, das sind alles dann eigene Instanzierte, wo normalerweise auch kein anderer dann rumspringt. Ah, diesmal bin ich in dem zweiten Teil. Und Prinzpot und Wingos Caracas. Das heißt, es sind mehrere. Oder verschiedene. So, die Prinzpots, mit denen soll ich mich ja... Prinzerpots, mit denen sollte ich mich ja anlegen. So. Das war's schon. Die ersten 3 von 12 sind erledigt. Hey, was ist das denn? Ein Wingos Caracas. Die. Ach, das waren die Sternchen wahrscheinlich. Und da ist der Monsterboss gerade hinter mir aufgetaucht. Okay, auf der Karte sehe ich ihn, aber hier wird er nicht gesondert angezeigt. Naja, ist ja auch groß genug, um ihn zu sehen. Der heißt Sebastian. Eine Monsterkrabbe namens Sebastian. So, Prinzerpots, Dungles und noch mehr von diesen Dingern. Okay, eine Armor-Chest. Da ist... Ah ja, doch, es ist besser. Aber Handplates kann ich leider nicht verwenden. Sorry, friend. You can't use that. Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich will es ja trotzdem ausprobieren. Hey, jetzt kann ich auf dem Rhinoceros reiten. Cannot be used in combat. Schade. Gut, dann geht's hier weiter. Die. Hey, wo kommen denn die jetzt alle her? Es waren doch gerade eben nur 3. Auf jeden Fall scheint er auch ziemlich automatisch Aim zu machen. Das heißt, irgendwie alles, was irgendwie gerade in der Nähe ist, dann anzugreifen. So, das nächste Gathering. Achso, das gehört tatsächlich mit dazu. Ich soll 3 Stück von den Wingos Fett machen. So, machen wir gleich alle 4. Zack. Ha. Da sind aber jetzt noch mehr aufgetaucht. Die habe ich überhaupt nicht angegriffen. Die. Aber das war's. Die nächste Armor Chest. Nicht brauchbar. Auch nicht brauchbar. Benutzbar, aber nicht brauchbar. Sehr witzig. Ja, die Armor-Chests scheinen sich nicht sehr zu lohnen. So, jetzt kann ich hier noch das letzte, also das dritte. Und dann nehme ich aber das da drüben auch noch mit. Weil bestimmt kann ich die... Okay, ich konnte nicht mehr einsammeln. Das heißt, das macht dann eh keinen Unterschied. Nochmal auf die Karte. Also wenn ich davon eh nichts bekomme, dann lassen wir das... So, Adaslauter. Ach nein, Otterslauter. Okay, jetzt bin ich unten, aber wieder in dem. Ja, dann kann ich gleich mal wieder das Zeug loswerden. So, weg mit dem Krimskrams. Und auf geht's. Da ist schon der erste Otter. Die. Immerhin werden die rot dargestellt. Das heißt, sie könnten mir wahrscheinlich durchaus gefährlich werden.
Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Ein so ein Biss kostet mich jetzt bloß so 50 bis 100 Leben. Und ich habe die ersten zwei schon erledigt. Lightning. So. Komm her, komm. Einmal Lightning hinterher und es war's. Ja, auf jeden Fall ist es praktisch, dass es alles so automatisch eingesammelt wird, dass man da nicht den Sachen hinterherlaufen muss. Ist ziemlich komfortabel. Auch wenn es sich im Moment auch wieder als MMO eher so spielt, als wäre es eine Arcade-Version, wo sozusagen die Monster einem direkt vor die Nase platziert werden und man nur noch draufhalten muss. So, dann jetzt noch die letzte mit dem großen... Wobei, war hier jetzt überhaupt... Doch, da ist doch auch noch ein Monsterboss. Den werde ich auf jeden Fall mal noch mitnehmen. Da sollten die 10 Minuten hoffentlich ausreichen. In welche Richtung bewegt er sich? Ja, der bewegt sich genau in die andere Richtung. Er kommt mir dann da unten entgegen. Weil da will ich nicht drauf verzichten. Weil er scheint ja doch immer ein paar nette Dinge mit sich rumzutragen. Ha, der spuckt Feuer. Geh mir weg vom Pelz. Ja, bis der wieder ran ist, kann ich fast schon wieder das andere Ding einsetzen. Oh, jetzt habe ich sogar den Ring schon bekommen. So, ich kann nicht nur einen Ring ausstatten. So, mehr Attack, mehr HP. Noch mehr HP. Zumindest mehr als der da. Aber ich nehme lieber die Mischung. Was? Okay, ist ausgetauscht worden. Genau, die Mischung aus Attack und Hitpoints. Wobei 4099. Das sind tatsächlich nur ganz wenige Hitpoints, also dann nehme ich das nicht mit. Weil Attack, ja, das sind tatsächlich alles nur die direkten Sachen. So, das heißt dann lieber Armor Penetration, weil das habe ich ja bisher selber nicht gelevelt. Gut, dann lasse ich das so. Der ist allerdings eigentlich besser. Ne, minus 47, das ist unterm Strich nicht besser. Ja, damit kann ich die anderen Sachen kräften. Und wieder eine Armor Chest. Und ist was Brauchbares drin? Ja, und es ist sogar, also es ist benutzbar und brauchbar. Sehr schön. Ganz bisschen angehoben. Von 107 auf 111. So, eine Anasa-Quest. Ah ja, genau, die Abyss wollte ich ja machen. Da kommt die große Krabbe, die ich erledigen soll. Dann, auf jeden Fall hat es diesmal geklappt mit dem Video, weil das ohne Untertitel hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert. Jetzt hat es geklappt. So, dann wieder den Krimskrams loswerden. Das, was ich nicht mehr brauche. Mit einem Silber ist das alles irgendwie ziemlich wertlos, aber gut. Achso, ich kann ja hier gleich noch in der Bank. Moment, sammle ich jetzt nur die Dinger ein. Gut. Gut, die muss ich eigentlich nicht erledigen. Aber die sind schon auf jeden Fall anstrengender. Aber es bringt mir auch irgendwie ziemlich wenig. Okay, wo steckst du? Da hinten. Reptide Abyssal Crab. Okay, kommst mir also auf dem rechten Weg direkt entgegen.
dann laufe ich dir mal ebenfalls entgegen. Ah, da oben, jetzt wird sie noch mit dem Monstergesicht angezeigt. Nicht weglaufen. The Dank Episode is prowling around Crescent Crape again. Stagger resistance only affected by mercenary attacks. When this bar is empty, the enemy will stagger. Und das sind die Klauen. Okay, die wird nicht weggestoßen. Die. Oh, meine HP ist schon fast am Ende. Da muss ich echt mehr ausweichen. Die. Weg hier. Das war knapp. Oh geil, Giants Whistle cannot be used in combat. Ja, jetzt kriege ich langsam schon die Anzeige. Die. So, die Krabben sind... So verliert die jetzt eine Schere, wenn die jetzt auf Null sind. Die. Na ja, gut, das nützt mir jetzt da nichts. Oh, 900. Nein, lass mich in Ruhe. Oh. Und gleich nochmal. Okay, da lädt sie dann ihre Sonderfähigkeiten auf. You got a new formula? Awesome. Gut, New Crafting Material. Ah ja, okay. Gut, einsammeln muss ich nichts. Boss Material. Gut, das ist die Abyssal Crab Shell und Abyssal Dorsal Shell. Ah ja, das, was ich ja vorhin auch schon mal eingesammelt habe. Nur, dass ich es jetzt diesmal wahrscheinlich behalten darf. Gut, also ab nach Hause. Und... Gut, das sind dann jetzt noch die Quests. Perfect timing. Da sind dann noch neue Sachen. Muss ich die jetzt noch abgeben? Mein Kraft, normal. Normal. Gut, das ist dann jetzt schon soweit. Achso, nee, completed jetzt. Complete. Und complete. You got a new formula? Awesome! Gut, da bekomme ich dann noch einen Haufen Krimskrams dazu und hier bekomme ich sogar eins weiter. Ah, okay, das heißt, das ist die Anzahl, wie oft ich die machen kann. Das heißt, die kann ich noch einmal machen, kann ich auch insgesamt nur einmal machen. Und das heißt, die dann jetzt auch complete. Complete. Und complete. Das heißt, ich kann die nur einmal pro Tag wahrscheinlich machen und die erst dann wiederholen. Das heißt, dann werde ich als nächstes die machen, aber keine Sorge, das werde ich jetzt nicht mehr alles abschließen. Also ich werde jetzt dann erstmal für die Aufnahme aufhören, weil ich muss ja nicht immer das Gleiche dann wiederholen. Das Einzige, was jetzt noch, okay, meinen Charakter noch ein bisschen hochleveln und eben jetzt tatsächlich die HP wieder ein bisschen hochbringen. So, dann habe ich hier natürlich einen Haufen Krimskrams neu bekommen. Ein paar Sachen habe ich abgegeben, die jetzt natürlich damit im Zusammenhang standen. Genau, die Ore-Chest, das ist dann nachher fürs Crafting. Einen neuen Skill. Den habe ich ja schon. Also da ist jetzt hier zumindest nichts Neues passiert. Start Manual Mining, das wird alles automatisch gemacht. Basic Abilities, Skill.
Skill Points. Arcane Barrage und Mana Explosion. Das heißt, die kommen auf jeden Fall noch dazu. Oder auch nicht. Die kann ich bewegen. Die nicht. Okay. Und dann hier das... gut, das ist das Quest-Geschichte. Die Crafting-Items, das sind die neuen Sachen, die ich bekommen habe, die ich dann hoffentlich jetzt werde herstellen können. Aber da brauche ich noch mehr Abyssal Sachen dazu. Okay, das Crafting an der Stelle werde ich jetzt auch nicht fortsetzen, sondern... Ah, okay, das Influence kann ich jetzt eh noch nicht abgeben. Ja gut, dann soweit für heute. Ihr habt jetzt das Crafting habe ich schon soweit ein bisschen ausprobiert und jetzt noch die letzten Hunter-Missionen letztlich, wie das läuft. Aber ich muss da noch ein bisschen weiter gehen, bevor ich hier das Ganze abschließen kann. Und ja, dann mal schauen, welches Spiel es beim nächsten Mal wird und wann ich dann überhaupt Zeit finde, die ganzen MMOs noch irgendwie weiterzuspielen und euch auf die eine oder andere Reise oder für den einen oder anderen neuen Kontinent mitzunehmen. Um euch nicht alles in Wiederholung zu zeigen, sondern einfach dann, was es so an neuen Dingen noch zu entdecken gibt, die dann ja irgendwie noch neue Spielelemente hinzufügen. Und ja, bis zum nächsten Mal und auch euch viel Spaß dabei, die ja, Free-to-Play-Spiele auszuprobieren. Bis dann, tschüss!